Moin Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal. Wir haben hier Tim. Tim hat ein lustiges Deck gespielt. Und erster auf dem Local, zeig mal, was hast du gespielt? Ja, ich habe Dark World gezockt. Mann, ist das lustig, Digga. Also, angefangen, Magenta, ganz klassisch, ist der beste Starter, wo man eine 4-2 bekommt. 3 Snow ist der beste Discard, sucht einem jede Karte im Deck. 3 Rainbow. Ich habe auch gesehen, dass Leute 2 spielen, aber ist halt auch ein sehr guter Discard, weil der dir zum einen Graffa und zum anderen Silver sucht. Dann habe ich 2 Graffa gespielt, bricht gut durch Boards durch und falls man einen mit Allure oder so banishen muss, habe ich 2 gespielt. Dann 2 Silver, bist du jetzt in dem Format, auch deswegen 1 Ceruli. Wenn man den zieht, ist nicht so cool, deswegen nur einer. Man braucht auch nicht mehr, um zu handloopen. Also ich habe halt die Handloop-Variante gespielt. Wie ein Ehrenmann, ne? Ja. Ja. Dann, damit man ein bisschen seine Bricks aus der Hand kriegt und auch ins Spiel reinkommt, 3 Nessie für die Dangers, 2 Mothman, ich schätze mal ein bisschen beiseite, 2 Chupacabra, 1 Tsuchinoko, 1 Wolpertinger und 2 Bigfoot. Ja, einfach, dass man eine Menge Karten zieht und einfach durch sein ganzes Deck durchcycelt. Dann ein Zephyrus, dass man nochmal den 4-2 wieder recyceln kann und noch eine Karte mehr ziehen kann. Und man kommt damit auch einfacher in den Dugaris rein. Dann ein Catalyzer. Der ist ganz cool, weil man kann dann zum Beispiel, wenn man beispielsweise den irgendwann nachzieht in der Combo und einen Ceruli hat, macht man einen Effekt, zeigt Ceruli vor, der specialt sich, man discardet den Ceruli und dann triggert der, weil der Effekt discardet. Geht natürlich auch mit den anderen Dark Worlds. Dann 2 Kaijus. Man hat genug Draw Power, Ghost Second und der ist auch ein Fiend, also man kann ihn auch mit dem Fiend-Spell discarden und banishen. Dann 3 Fiend-Spells. Die Karte ist einfach krass. Eine Fusion-Spell. Und einmal Archives. Es gibt viele Leute, die spielen die nicht, aber die gibt einem einfach extra Draws und extra Discards. Das ist genau wie mit dem Catalyzer. Bloß, dass man einfach noch 2 Karten ziehen kann für einfach einen Free Discard. Man kann durch die einfach 2 Karten perfekt noch discarden. Dann 3 Allure für Draw Power. Ein Upsat, damit ich quasi nur 39 spiele. Card Destruction, die Karte ist richtig krass. Und ein Talents, weil wenn man dem Gegner Ceruli rüberlegt, muss er den aktivieren und dann ist Talents quasi immer live. Und generell Talents auch eine super Karte. Reicht als One-Off, weil du so viel nachziehst. Ja, genau. Genau, ja. In der Combo zieht man irgendwie so, weiß ich, 15 Karten mindestens. So auf entspannt, ne? Ja, es ist schon sehr entspannt. Dark World Sachen halt. Halt die Dark World Sachen. So, dann kommen wir zum Extra-Deck. Ich spiele einen Security Dragon, damit man auch seinen Ceruli wieder hochbouncen kann. Der bounce halt, wenn er co-linked ist. Dann Akashic Magician. Ist genau das gleiche, man specialt Monster unter die Extra-Zone vom Gegner. Beschwört die und bounce alles hoch, auf was sie zeigt. Also kann man sich Ceruli oder Kaijus hochbouncen und seine eigenen Dangers. Dann Dark. Mit dem kann man ganz lustige Sachen machen, wenn man Arise hat outet. Mudcracker, discarded perfekt. Das ganze Deck ist ein Feedmonster, also ist auch okay. Dann für die Nightmares, Cerberus, Unicorn und Griffin. Die geben einem auch Draw Power und Griffin verbessert auch das Endboard, wenn man nicht handgroupen kann. Dann noch Apollosa, Sayuja und Underworld Goddess. Goddess ist als Tower Out krass. Sayuja hat man meistens, wenn man so Danger Stack der Hände hat, also dass du irgendwie so 4 Dangers öffnest. Und dann ziehst du halt auch irgendwie schlecht nach, dann musst du Sayuja bauen, der ist richtig krass. Und Apollosa einfach, wenn du auch viele Dangers hast, aber trotzdem ein Engine reinziehst, kannst du die einfach bauen, dass du dich von Nip und Biss jetzt protectest, bevor du handloopst. Dann die beste Karte im Extra-Deck ist der Graffa. Der ist so krass, wenn man den rauskriegt. Ich würde auch gerne 2 spielen, aber ich finde den Platz dafür nicht. Dann Dugaris. Wenn man den Resolve gewinnt, man eigentlich fast immer. Bakuska, falls man geschiftet oder gedrollt wird. Coach-König. Zieht 3 Karten, burnt den Gegner. Gut für Timeout. Ja.
ein Zeus, weil man kann dann so Sachen machen, wenn man den Rysart outet, man outet den, macht dann Dark, reboot the Rysart, geht Battleface und legt Zeus drüber, wenn man noch die Backrow klären will. Und im Side-Deck spielen wir 3 Magnamoots und einen Druiswurm, weil, ja, Branded ist eine Sache, auch im Mirror-Match, wenn man eins spielt, kommt nicht so häufig vor. Ich habe das beim Local sogar gehabt, im Mirror-Match, zum Glück den Würfelwurf gewonnen, sonst wäre es echt kritisch gewesen. Es ist echt immer ein Krampf dann. Dann genau. 2 Kurikara, weil Rysart ist ein Problem und auch viele Combo-Decks legen krasse Boards, wo man nicht durchspielen kann ordentlich. Und auch der Endphase-Reborn-Effekt von Kuri ist krass. Gute Karte. Ja. Dann ein Frost, weil gleicher Grund wie bei Talons. Man zieht ja. Man zieht genug rein und man kann auch mit Frost eine Card Obstruction ziehen. Ja, ja. Oder gibt man einfach unendlich Plus. Ein Duster als Frost-Target. 2 Twin Twister, weil die Dangers triggern trotzdem, die müssen aber nur gediscardet werden. Und dann ist es halt in dem Punkt besser als ein Cosmic. Mhm. Dann 3 Eclipse. Ich spiele keine Skill Drain. Ich habe mich für Eclipse entschieden, weil man die auch Go First boarden kann, wenn man Angst hat vor Shifter und Droll. Und auch Go Second outet die, das Problem, also den Arisal quasi, von dem man aber sonst auseinandergenommen wird. Dann noch ein Kolper gegen Shifter und Droll. Das Deck verliert nur gegen Shifter und Droll. Und ich habe noch einen Cowboy gespielt. Ja, mit dem Deck kombot man sehr lange. Und ich wollte keine Dogwoods spielen. Hab mir gedacht, dass Cowboy und der Coach-König reichen. Ja. Dann bist du die sichere Variante gegangen. Machst ja, erstmal genau. Eine 15-Minuten-Kombo. Merkst du, oh, ich schaffe es nicht in die Battleface. Ja, ein Glück habe ich einen Cowboy gesided. Ja, oder auch wenn man den Coach-König hat, der geimpumpt wird oder so. Oder andersrum, wenn der geimpumpt wird, dann hat man immer noch den anderen jeweils. Und man kommt auch auf beides, wenn man kommt und darf. Deswegen ist das schon okay so. Ja, willst du noch irgendwen grüßen? Ja, ich grüße die Broadballs. Ich würde auch noch Giacomo grüßen, mit dem ich mich ein bisschen über das Deck unterhalten habe. Deswegen ein paar Decisions gemacht habe, wie ich sie jetzt gemacht habe. Ja. Dann möchten wir auch noch die fantastischen Welten grüßen, in denen wir uns auch gerade befinden. Genau. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Genau, bester Local Store. Alles klar, denn bewerten und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Deckbefall.